Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zurück zum Let's Play Minecraft, wo wir noch dabei sind, hier unser Gewächshaus zu bauen. Wird ein bisschen größer, deswegen haben wir noch ein bisschen was vor. Ich habe hier ein ganz kleines bisschen weiter gemacht, ihr seht es hier. Liegt daran, eigentlich habe ich aufgenommen, habe vergessen natürlich aufzunehmen oder auf Aufnahme zu drücken. War mal wieder nicht ganz so geschickt. Ja, dass hier vorne wir das machen, das weiß ich noch nicht so genau. Das soll ja hier dann auch irgendwo zusammenlaufen, schick werden. Soll auch schon nachher optisch ein bisschen was ausmachen. Wir hätten hier angefangen, ein bisschen was abzutragen, weil das ist schon mal so die Breite, die wir brauchen ungefähr. Was mich aber natürlich ein bisschen nervt jetzt, dass es schon wieder dunkel wird. Und da das alles noch offen ist hier, wir keine neuen Zäune bisher gelegt haben. Und das natürlich immer nicht so schön ist. Oder ein paar Fackeln mal ransetzen. Immer so auf zwei Höhe oder was. Und hier wollen wir dann aber... Ach, machen wir das doch noch eine höher. Guck mal, das ist nämlich falsch. Solche hin. So, und jetzt auch noch Regen, jetzt reicht's, ne? Wir gehen schlafen, komm. Wir fangen erstmal an, indem wir uns schlafen legen, aber die Nacht auch rum, haben wir wieder Tag. Erstmal ab ins Bettchen. Ist da doch nicht echt schon wieder irgendwie so ein Enderman bei uns in der Hütte? Droppt aber auch gleich eine Pearl. Ja, sehr schön. Enderman in the house gewesen. Was macht das hier? Guck mal, hier haben wir noch. Da können wir noch mal ein paar Ziegel herstellen. Da können wir schon gar nicht mehr alles mitnehmen. So. Das reicht zumindest schon wieder für ein ganzes Stückchen. Vielleicht reicht es noch nicht für das ganze Bauwerk. Unser Schlafgemach. Wir können hier auch mal gut ein paar Fenster einbauen, oder? Guck mal da oben, es regnet rein. Der hat uns hier die Hütte kaputt gemacht. Viel zu viele. Unsere Spitzhacke brauchen wir. So. In die Richtung sehen wir noch nicht viel näher, aber wenn wir hier rausgucken, ganz neue Aussichten. Die wollen wir jetzt aber auch weiter bauen, wollen gar keine große Zeit verlieren. Ich habe ja schon 10 Minuten gerade eigentlich gezockt, aber leider nicht aufgenommen. Was habe ich gemacht? Wie wir gerade eben gesehen haben, die Mauer ist ein ganz bisschen höher geworden. Hauptsächlich aber auch hier schon mal getestet, ob das so passt von der Breite, ob alles ein bisschen was abbekommt an Wasser und auch alles wächst. Das sieht man irgendwie, bin ich da raufgesprungen? Gut möglich. So, das gleiche geht in diese Richtung. 8 breit. Und dann graben wir hier hoch. Und dann kommt hier, wie gesagt, kommt Wasser hin. Das sind alles so Sachen, die müssen alle weg. Hier muss noch Erde hin teilweise. Ein bisschen breiter brauchen wir das nachher noch, damit es auch von außen nicht so abgehackt wird. Sollen wir doch mal wieder ein bisschen Erde hier loswerden. Wir haben wieder Erde eingesammelt. Ja,
hier erstmal aufzuschütten. Kommt der Wasserlauf erst hin. Und noch ein bisschen mehr Erde irgendwo. Nö. Äußerst verwunderlich. Da wir aber wissen, dass das hier weg muss, können wir hier die Erde schon mal wegnehmen. Weg und das muss auch alles noch weggehämmert werden hier. Das ist auch so viel. Und Sprengstoff haben wir leider nicht mehr. Also müssen wir auf die altmodische Art uns versuchen hier durchzuklappen. Gut, was haben wir denn noch Schönes hier? So ein paar davon. Damit wir schon mal wissen, wie es hier weitergeht. Hier kommt dann die Stufe drauf. Das wird von außen nachher wieder verkleidet. Da könnten wir irgendwie was reinpacken, was wir nicht brauchen, so wie anders sieht. Sind das hier 1, 2, 4? Ja, passt doch. Ich glaube schon. Wieso sind wir denn so voll vom Inventar, verdammt? Ja, das muss noch weg. Das hat man falsch gesetzt. Glas hin. Und zu wenig Slots hier unten, ne? Dann machen wir das jetzt aber hier in gleicher Weite weiter. Und zwar, das sind 1, 6, theoretisch 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier kommt dann so eine runter. Kann man so machen, oder? Mal kurz mal runter gucken. 2, 3, 4, 5, 6. So, ganz schön hoch das Ganze. Das wird nachher ein Spaß auch noch, das hier hinten dicht zu kriegen. Das muss alles noch weg hier, damit man mal sieht, was wir noch wegmachen müssen. Nur ein bisschen übertrieben vielleicht.
So. 32 haben wir noch. Ach, Scheiben sind noch mehr als gut ausgerüstet. So. Das ist schon mal nicht schlecht. Gefällt mir schon mal ganz gut. So oder so kommt hier Sandstein rein. Davon brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. Also wir müssen noch mal irgendwo in die Wüste. Entweder in die weit entfernte oder in die nahegelegene. Vielleicht eher die nahegelegene. Einmal hier durchlatschen. Und bei der Wüste ein bisschen Sand und Sandstein uns organisieren. So, wie sieht's aus? Was haben wir denn noch? Noch ein bisschen Andesit irgendwo. Da kommt dann auf jeden Fall Gras drauf. Ja, das ist ja die Wasserlinie, oder? Essen wir erstmal ein Brötchen. Das schmeckt gut. Erde hier runter. Noch ein weiter. Na, gucken wir noch mal kurz mal weiter hier. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das die innere ist, dann würde hier wieder glatter Stein hinkommen, außen. Das wird dann, ja, das ist hier sozusagen der Außenbereich. Der nächste kommt hier, wenn ich das richtig sehe. Dann wissen wir nämlich auch schon, wie das wird. Da kommen theoretisch zwei Lagen. Und dann kommen vier Reihen Fenster. Wird schon wieder dunkel, sehe ich das richtig? Muss das sein? Ist aber den anderen sieht hier gelassen, weg damit. Wird er denn 5 hoch werden? Ist falsch erwischt. Vier Reihen, also noch fehlt doch noch eine, oder sehe ich das falsch? Dann so und dann so. Ja, genau, ist richtig. Ja, was wollen wir machen, ne? Das hier erstmal weghämmern. Solange wir noch nicht gestört werden, bis der erste Zombie kommt, dann rennen wir Richtung Base oder was und legen uns wieder schlafen.
So, schon mal ein bisschen was abgetragen. Da lassen uns auch gleich zwei hoch, ne? Das ist richtig. Ein paar Treppen vielleicht nochmal. Hier. Haben wir noch Treppen? Genau so rum. Gleich zwei von mit weggehämmert. Muss man so vorsichtig mit umgehen. Gar nicht möglich. Führt die zu viel Power. Aber dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Für heute soll es das gewesen sein. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir hier weitermachen. Also, ne, schönen Tag euch noch, schönen Abend. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis dahin.